Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute, um ganz genau zu sein, zweimal fast 15 Minuten, also fast eine halbe Stunde im Schnelldurchlauf. Das ist das Vorher. Ich habe hier neue Tücher, die ich heute mit euch testen werde. Mal schauen, ob es genauso das tut, was es verspricht. Das werden wir jetzt sehen. Und hier ist meine altbekannte Liste, die schon recht gut abgehakt ist. Also, falls ihr hier neu auf meinem Kanal seid, zunächst einmal ein herzliches Willkommen. Ich bin die Doro und versuche anhand des Fly Lady Systems ein bisschen mehr Ordnung, bisschen mehr Struktur, bisschen mehr Sauberkeit und ein bisschen mehr Freizeit zu gewinnen, vor allen Dingen am Wochenende. Momentan, Hallöchen erst nochmal, bin ich ja im Schlafzimmer, weil das gewünscht war und werde jetzt heute die ganze Abteilung hier rechts in meinem Schlafzimmer machen. Habe alles so stehen und liegen gelassen, wie am Montag gezeigt. Gestern war ich faul, habe nichts gemacht und deswegen heute gleich mal zweimal 15 Minuten knapp. Ich habe mir vorgenommen gehabt, das Fenster zu putzen und mit diesen Tüchern soll man nebelfeucht, das Tuch muss nebelfeucht sein und man muss nicht mehr nachpolieren und trocknen. Das wollte ich mal testen. Ich habe getestet und ich bin erstaunt, dass das funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich bin wirklich zufrieden, muss ich sagen. Also ich habe ja dann beide gemacht. Ich konnte es euch leider nicht wirklich einfangen, weil sonst hätte ich es getan. Aber ihr seht nachher nochmal woanders, da habe ich die auch getestet und da habe ich auch nochmal drauf geschaut und oh yes, es hat zumindest sauber gemacht. Da war doch einiges noch vom Sturm über. Da habe ich leider nicht sauber gemacht bis jetzt. Aber dafür glänzen sie jetzt wieder. Also von außen und von innen. Das mache ich nicht im Home Blessing laut Fly Lady, weil ich es einfach überhaupt nicht schaffe. Ich habe so viele Fenster. Das schaffe ich dann nicht, sie kurz nochmal abzuwischen. Dann habe ich ja hier meine ganzen Sachen vom Fensterbrett, die habe ich ja weggenommen und jetzt werden auch die anständig entstaubt und sauber gemacht, wieder ein bisschen sortiert und vor allen Dingen aussortiert. Wie ihr wisst, habe ich ja dort noch meine ganzen Boxen und ich habe es bis heute noch nicht geschafft, da mal Ordnung zu schaffen, was ich behalten möchte, was weggehen kann. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, alles in einen Beutel reinzutun und mir mal vielleicht am Wochenende oder wie ich jetzt Zeit finde, ein paar Sachen auch vielleicht bei eBay, Kleinanzeigen und sowas verkaufen werde oder selbst behalten werde und im Badezimmer aufräumen werde. Mal schauen. Kann ich euch noch nicht ganz genau sagen, ob ich alles verwenden werde? Wahrscheinlich nicht. Aber mal gucken. Genau, deswegen habe ich jetzt hier mit euch das weggemacht. Die Boxen werden wiederverwendet, Bücher werden natürlich auch weiterverkauft, brauche ich nicht mehr. Fotos und so weiter werden jetzt aufgeräumt, wo sie hingehören. Und die Fläche wurde auf alle Fälle wieder sauber und das freut mich. Und leer, jetzt sind die ersten 15 Minuten vorbei. Ich habe also nochmal auf 15 Minuten gedrückt, um einfach jetzt weiter fertig zu werden und Fortschritt zu sehen. Ich denke, es geht hauptsächlich um Fortschritte zu sehen. Das ist so mein Gedanke, wenn ich Fly Lady sehe. Ja, das ist halt, wenn man einen neuen Lappen hat und wirklich testet, ob der streifenfrei sauber macht, dann pustet man, damit man es wirklich sieht. Man sieht auch, die Kommode hatte es dringend nötig. Jetzt glänzt wieder alles. Ich bin happy. Und es war, wie man sieht, einiges, was aussortiert werden konnte oder anderweitig verteilt werden konnte. Und das rate ich euch halt eben auch. Nicht zu viel vornehmen, sondern wirklich nur das, was schaffbar ist in diesen 15 Minuten und der Rest beim nächsten Mal. Und so kommt man halt Schritt für Schritt einfach weiter. Und beim nächsten Mal wird ja nicht nochmal so viel Zeug da rumstehen, das ist dann einfach nicht mehr da und dann geht auch das Putzen schneller. Werdet ihr dann nochmal sehen. Ja, da habe ich jetzt auch nochmal den ganzen Staub weggemacht mit diesem Tuch und jetzt wollte ich euch nur zeigen, ich werde auch die Sachen wieder in den Schrank hineinlegen. Das sind so Staubsaugerbeutel und Staubtücher, die ich zwar kaum noch verwende, aber
Wenn die Kids dann mal was brauchen, dann brauche ich nicht nach unten laufen. Dann kriegen sie den anstatt meinen Wedel, weil ich nicht möchte, dass der kaputt geht bei denen. So, also der Beutel da, dieser weiße, der ist voller Sachen aus der Glossy Box. Das muss in der Tat aussortiert werden. Das andere kann weg. Und das Ergebnis seht ihr jetzt. Ja, der Staubsauger kommt auch noch weg, aber ich wollte euch nur zeigen, in der ganz kurzen Zeit ist ja doch einiges geschehen. Meine Fenster sind wieder sauber, ich kann wieder rausschauen. Es ist kein Staub mehr vorhanden, er ist weg und es glänzt vor allen Dingen. Das wisst ihr ja, das mag ich gern. Genau, hier ist meine Liste, die ich erstellt habe. Jeder kann, nehmt euch einfach ein Blatt Papier, schreibt euch, geht in euer Zimmer, schreibt euch von oben nach unten auf, was ihr alles seht, was gemacht werden müsste. Und dann arbeitet ihr das einfach nach und nach ab. Wenn ihr das in der Woche nicht schafft, dann ist die Routine dann beim nächsten Mal dran, also in der Zone dann. Und so arbeiten wir uns ja, Schritt für Schritt, würde ich mal sagen. Man sieht, ich habe schon einiges getan, beziehungsweise mein Mann war ja super fleißig. Ich habe nicht mehr viel. Mal schauen, ob wir das diese Woche noch alles während der Zonenarbeit schaffen. Und ja, ich gehe davon aus, es wird machbar sein. Mal schauen. Ja, das ist jetzt nochmal das Endergebnis. Ein Rundherumblick sozusagen. Ich bin recht zufrieden. Das Aussortierte ist dort. Muss nur noch ja, geschaut werden, ob es wirklich eBay-Kleinanzeigen oder sonst was. Die 3-4 Sachen räume ich noch weg. Und ja, dann darf ich mir natürlich auch mein Käffchen und mein Stück Kuchen gönnen, was mein Mann gekauft hat. Also, ihr seht, es hat sich gelohnt. Ich würde sagen, macht's mit und wir sehen uns ganz, ganz bald, hoffe ich, nämlich am Wochenende. Das ist auf jeden Fall noch dran diese Woche, die Kommode und alles andere wird sich dann zeigen. Ich wünsche euch einen super schönen Abend, viel Motivation, vielleicht auch für morgen. Bis bald!